Herzlich willkommen zurück bei The Witcher 1. Wir haben mit Geralt ein bisschen aufgeräumt im Salamandra-Versteck. Ich glaube, wir können noch. Genau. Wir müssen jetzt erstmal in die Raststätte gehen. Raststätte. In die Gaststätte gehen und den Schlüssel dafür holen. Und dann müssen wir wieder zurück. Ich glaube, das war nur zufällig, dass wir jetzt hier reingestolpert sind. So, jetzt muss ich schauen, wo lang? Hier lang. Nee. Da lang? Da lang. Genau, hier lang und dann rechts. Genau. So. Zack. Da geht's zur Gaststätte. Und dann können wir runtergehen. Unser Freund Haren handelt nämlich mit den Salamandra, ist zumindest Geralds Vermutung, denn die Waren, die in dem Haus dastehen, sind die gleichen oder sehen zumindest ähnlich aus wie die, die Haren am Flussufer stehen hat. Bin ich mal gespannt, ob sich die Vermutung bewahrheiten wird. So, auf da. Und auf geht die Tür. Wie von Zauberhand, als wäre er ein Hexer. Okay, dann wollen wir mal hier rein. Huschen. So, Anschlagtafel haben wir schon. Ach, guck mal. Haftbefehl. Dann mache ich das gleich mal, wenn wir draußen sind. Jetzt holen wir uns... Oh, was ist denn hier los? Unruhe. Oh nein. Oh Gott. Lass meine Scharni in Ruhe. Ich glaube, es hackt. Nein, lasst mich in Ruhe. Oh, kleines Täubchen, go uns ein anderes Lied. Finger weg! Die ist wieder borstig. Los, wir machen's wie bei Mikols Mädchen, Ilsa. Die hat vielleicht geschrien. Seid ihr auch neu hier? Wahrscheinlich trug er euch auf, hier zu warten, genau wie uns. Kommt, wir nehmen uns dieses Mäuschen vor. Diese Dame gehört zu mir. Keiner von euch wird sie anrühren. Das sagt ihr so. Wir wollen uns amüsieren und ihr werdet uns nicht aufhalten. Ach, wirklich? Das werden wir sehen. Komm, Klappe halten. So, Gruppenkampfstil, zack. Na, ich will nicht die Taverne anzünden. Deswegen machen wir das mal so. Dass wir den Fettklops hier hinten. Na gut, oder so. Shani hilft auf jeden Fall mit. Ich hoffe nicht, dass uns Shani auch noch wegstirbt hier. Oh, Shani, waren wir das oder war Shani das, den sie hier einen Kopf... Gut, da wissen wir. So. Und du hast mal jetzt deine Kusche, du Fettkloß. Du hast die längste Zeit Unruhe gestiftet. So. Geralt, ihr kamt gerade zur rechten Zeit. Seid ihr wohl auf? Jetzt, ja. Sie haben mich überrascht. Die Bauern sind alle davongelaufen und ich saß in der Falle. Sie haben den Schankwirt umgebracht. Die werden niemanden mehr belästigen. Eure Schwertkunst ist beeindruckend. Was mich betrifft, so muss ich jetzt weiterziehen. Ich muss nach Visima. Ich hoffe, wir sehen uns dort. Lasst mich euch zum Tor geleiten. Die Straßen sind unsicher. Nein, ihr müsst euch um die Salamandra kümmern. Macht euch keine Sorgen um mich. Ich warte hier auf euch. Macht sie fertig, Geralt, für mich. Ich komme zurück, Shani. Ich werde warten. Der Schankwirt. Ich sollte seine Taschen durchsuchen. Oha, da haben wir hier ein ganz schönes Gemetzel angerichtet. Die Spur der Salamandra. Ich muss den Schlüssel zum Versteck der Salamandra finden. Das werden wir auf jeden Fall. So, aber erstmal nehmen wir hier alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Natürlich haben wir jetzt nicht, ich hoffe, die Faustkämpfer hier hinten kommen wieder. Denn die hätte ich schon gerne noch alle mal gemacht. Toter Schankwirt. Ein Schlüssel hat er bei sich. Ne Mensch. So, hier hinten hat man nichts mehr. Nein, hier ist nichts. Hier ist nichts. Schade. Oh, temerische Eisenaxt. Was haben wir denn jetzt hier? Ja, nur eine Axt. Ich hau die mal ganz kurz weg. Und guck mal, wie die ist. Nein, natürlich kann ich die mitnehmen.
Wieso kann ich die Eisen... Wieso kann ich die andere Axt nicht mitnehmen? Ich will die aber mitnehmen. Dem Schroß hier weg. Zack. Dann hau ich mal das weg. So, jetzt habe ich die... Ich drücke jetzt mal Escape. 5 bis 10 plus... Ja. Die hatte, glaube ich, 6 bis 10. Die hat jetzt 5 bis 15. Und wir haben noch eine Chance auf Brechen. So, dann sind wir wieder im Ladebildschirm. Wie immer, wenn wir ein Haus verlassen. Das finde ich ein bisschen schade. Naja. So, Anschlagtafel. Okay. Was haben wir hier? Rechte Maustaste zum Drücken und zu lesen. Oft Befehl. Hiermit geben wir bekannt, dass der Mann, der sich Professor nennt, zahlreiche Verbrechen gegen die Krone schuldig ist. Darunter folgende und viele weitere Missetaten. Mord, Tätlichkeiten, Widerstand gegen Stadtwache und Offiziere sowie andere Vergehen gegen des Königs Untertanen. Wer ihm Unterschlupf gewährt, macht sich der Beihilfe an seinen Verbrechen schuldig. Daher ist es die Pflicht eines jeden Untertanen der Krone, zur Verhaftung dieses Mannes beizutragen. Hiermit setzen wir eine Belohnung von 1000 Orens für denjenigen aus, der diesen Mann der Justiz übergibt, tot oder lebendig. Im Namen seiner Majestät König Foltes, Vincent Mais, Hauptmann der Stadtwache. Das klingt ja sehr interessant. Das, ja. Hier ist auf jeden Fall noch Platz. Weg mit der dämlichen Rose hier. Kann ich das jetzt mitnehmen? Jo. Okay, dann machen wir es halt so. Der Ghoul-Vertrag. Ich brauche das Blut von mindestens 5 Ghoulen und bezahle reichlich. Ach, Kalkstein. Ja, wer auch sonst. So, dann können wir das weghauen. Zack. Und dich. Der Ertrunkenen-Vertrag. Die Kirche des ewigen Feuers sucht jemanden, der sich der Ertrunkenen am Flussufer annimmt. Bedingungen für die Bezahlung ist der Beweis, dass 3 der Bestien getötet wurden. Bringt ihre Gehirne, fragt nach den Geistlichen. So. 3 Ertrunkenen-Gehirne, die haben wir doch, glaube ich, schon irgendwo rumfliegen, oder? Ach, guck mal, wir haben sogar 7. So, weg damit. Es fliegen überall die Bücher rum. Auch schön. So, Bargästvertrag. Der Bargästvertrag. Tapferer Mann, dringend gesucht. Wer mir 10 Bargästenschädel bringt, erhält 100 Ohren Abigail, die Kräuterkundlerin. Bargästenschädel? Ach, guck mal, wir haben sogar 10. Wie abgezählt. Ich glaube, mehr kann man auch gar nicht stecken. So, dann haben wir hier alles. Erstmal, zack. Die Rose nehme ich wieder mit. Damit. Und das nehme ich mit. So. Sehr, sehr schön. Dann mache ich mal einen kurzen Abstecher zur guten Abigail. So. Die ist ja gleich hier drüben. Das ist ja, glaube ich, kein großer Umweg, wenn wir hier rüber müssen. Ist ja fast auf dem Weg. So. Aber wir wollen ja alles mitnehmen. Wir wollen ja alles erledigen, so gut wie es geht. Malissa. Falls wir wieder Katze brauchen, ist Balissa gar nicht schlecht. Da ist ja Querbirt drin, oder wie auch immer das heißt. Speichern, speichern, speichern. Hm? Abigail? Wo ist sie hin? Generell, wo sind denn alle? Warum sind hier überall nur Hühner und keine Menschen? Ich hoffe nicht. Also, die sind ja nicht alle gestorben. Na gut, dann gehen wir vielleicht doch erstmal in die Höhle hier unten. Ne, da hinten steht einer. Da. Unser königlicher Jägersmann. Immerhin ist er noch da. So, dann. Okay, das war nicht hier.
schade. Habe ich mich einmal gefreut, dass ich hier die... War das noch ein bisschen weiter? Ich glaube, das war dann... Ah, da war es hier hinten. Oder? Passt. Fast. Weiße Myrte. Nehmen wir auch mit. Hängen wir wieder an die Betonbüsche. Ach ne, jetzt lauf doch mal, Geralt. Stell dich doch nicht so an. Als ob er nicht durch ein paar Gebüsche durchpasst. Als ob er so dick ist. So, da, hier war's. Genau. Es waren auf jeden Fall zwei Häuser, die so gegenüber standen. Und es war das hier. Glaube ich. Ja, das sieht gut aus. So, hier ist jetzt alles weg. Jetzt kommen wir rein. Ab in die Höhle. Jetzt bin ich gespannt. Wie sie sehen, sehen sie nichts. Katze ist... wo haben wir denn Katze? Katze. Bist du Katze? Jo, linke Maustaste. So. Jetzt sehen wir schon ein bisschen mehr. Oh. Wo geht's rund? Hi. So, Ausdauer ist voll. Gesundheit ist voll. Wir haben Art ausgewählt. Ich glaube, ich wähle mal lieber Igni aus. Wie gesagt, ich mag Igni am meisten, am mehrsten. So, hallo. Kann ich mit euch reden oder wollt ihr gleich kämpfen? Das sieht sehr vertrauenserregend aus. Das hat ja gedauert. Ihr habt etwas, das mir gehört. Jetzt nicht mehr, fürchte ich. Und ihr, genau wie euer Vorgänger, ihr arbeitet derweil für Vergewaltiger und Mörder. Gefällt euch das? Wo ist Berengar? Der Trottel lief weg. Aber obwohl wir uns nur kurz begegneten, er war gesprächiger als ihr. Kein Wunder bei Azar Javeds Überzeugungskraft. Wer ist Azar Javed? Ihr behauptet, ich arbeite für Mörder. Wer ist Azar Javed? Wer ist Azar Javed? Ein mächtiger Magier. Ihr seid kein Gegner für ihn. Wir werden sehen. An Mut fehlt es euch nicht, Hexerchen. Mal sehen, wie es euch ergeht, wenn Azar euch geschnappt hat. Ach, komm, ihr behauptet, ich arbeite für Mörder? Dieses verlauste Dorf. Odo kam zu uns, um zu lernen, wie man Krieger tötet. Wir sagten ihm, ein Jammerlappen wie er kann nur davon träumen, mit Soldaten zu kämpfen. Faszinierendes Gespräch. Aber es wird Zeit für Taten. Wir haben nicht, was ihr sucht. Es ist nicht hier. Sie haben es direkt zu unserem Stützpunkt in Visima gebracht. Schade. Dann eröffnen wir mal den Tanz. Alle zusammen, auf ihn! Kusche halten, bitte kämpft. Da. Wir sehen, was du davon hast, Schalamandra-Chef. Das hält schon ein bisschen mehr aus. So. Ich reiß euch die Eingeweide raus. Unsere Ausdauer, unsere Gesundheit. Ich habe jetzt überhaupt nicht drauf geachtet. Schwalbe. Geralt rennen. Ach, Mann. Toll. Was war das denn? Oh, Gesundheit ist noch voll. Hat wieder eine große Klappe gehabt. Na gut. Ist immer noch nicht hier, ne? Schade. Vielleicht ist Art besser, ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung, was vielleicht besser ist. Ob Art oder ob Igni. Ich bin eher so der Igni-Fan, als dass ich hier der Art-Fan bin. Obwohl Art die Leute erstmal ins Schleudern bringt und erstmal von mir wegschleudert, aber Igni macht halt erstmal Schaden. Also noch ein Stück. Die brennen ja dann ein Stück. Na, probieren wir es einfach nochmal. Ich werde dann aber hier nochmal quicksaven, wenn wir drinnen sind. So, rein mit uns. So, Salamandra versteckt, bevor wir hier runtergehen. Spiel speichern. Abigail's Hütte speichern. Okay. So.
Damit wir nicht wieder hier runterlaufen müssen. Schau mir vielleicht gleich... Ach, das macht ja auch keinen Sinn. Okay, wir gehen runter. So. Tausche ich uns eine Katze rein? Nee, eigentlich brauche ich jetzt keine Katze. Igni haben wir schon ausgerüstet, Kampfstil. Jetzt wollen wir mal hier unten reingehen. So, Hallöchen. Das hat ja gedauert. Ihr habt etwas, das mir gehört. Jetzt nicht mehr, fürchte ich. Und ihr, genau wie euer... Wo ist der Trott? Ja, ja. Das hat man ja gerade eben schon mal gehabt. Wer ist ein mächtiger... Ich glaube nicht, dass wir das jetzt noch mal anfangen wollen. Ihr sagt... Wir haben... Es ist... Schade. Alle zusammen, auf ihn! Ich werde euch töten! So, ich gucke jetzt einfach mal, ob das vielleicht irgendwas bringt, wenn ich hier gleich mal nicht katze. Nein, nein, nein. Ach, wie sieht denn das hier aus? Katze, Waldkauz, Schneesturm, Schwalbe. Gucken. So. So, dann haben wir nämlich die zwei hier schon mal weg. So, den gucken wir ein bisschen an. Der hat schon gut eins mit auf die Mütze bekommen. So. Den Lakai vielleicht noch wegmachen. So, einmal können wir noch. Zack. So, 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 so. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Ich reiß euch die Eingeweide raus. So, ich glaube, ich nehme mal den schweren, den starken Kampfstil vielleicht. Gucken wir mal, ob wir damit den treffen. Ja. Zack. Das war's. Na, geht doch. Ihr seid ein beeindruckender Schwertkämpfer. Hm? Alvin, warum bist du hier? Der Geistliche schickt mich zu dem verlassenen Haus. Er sagte, da würde jemand auf mich warten. Dieser Sohn einer... Gut, dass du in Sicherheit bist. Sie sagten, wir würden nach Vizima gebracht. Nach Vizima. Dort werde ich die Salamandra finden. Mir nach. Wir werden einen Weg aus dieser Höhle suchen. Diese Wand sieht dünn aus. Vielleicht können wir sie einreißen. Versuchen wir es. Warum gehen sie nicht einfach wieder hier drüben? Ja, renn weg, Alvin. Tschüss. Ich werde jetzt doch mal eine Schwalbe schlucken. Eine Katze schlucken. Warum gehen sie nicht einfach da raus, wie sie reingekommen sind? Das macht für mich... Ach, Mist. Das macht für mich keinen Sinn. Silbernen Ring mit Rubinen kann ich... Den haben wir schon an. Okay, ein Huhn. Nierenfett, Waldkauz. Was ist das denn? Das klingt doch interessant. Das nehmen wir mit. Buch des Waldkauzes. Schriftrolle mit Formeln für folgende Elixiere. Waldkauz, Bindekraut und weißer Honig. Sehr schön. So, Waldkauz. Das nehmen wir natürlich auch mit... Nierenfett. Ich glaube, das kann man alles nicht mehr mitnehmen. So. Zack, zack. So, wo sind die anderen hier oben? Ich denke mal, dass der Anführer bestimmt was Gutes mit hatte. Also, denke ich, hoffe ich. Die können nicht alle nur Ohrens mit haben. Da komme ich nicht rauf. Ich brauche einen anderen Weg hier raus. Da komme ich nicht rauf? Wo bist denn du rein? Ach so. Ist doch runtergeplumpst. Okay. Das erklärt natürlich, warum wir da nicht wieder hochkommen. So, hier haben wir noch Überreste. Da haben wir noch Geld. Na gut. Ich weiß, dass der Alvin da rübergerannt ist. Ich will mich hier erstmal noch umschauen. Blauer Meteoroid. Waffenausbaustufe. Ein Stück eines blauen Meteoroids, aus dem ein Schmied ein Schwert schmieden könnte. Ihr braucht 3 Meteoroidenteile, um ein Schwert herzustellen. Der Einsatz von mehr als einem Teil der gleichen Farbe kann besonderen Boni bewirken. So. Ich hab das. Ich weiß nicht, was das gut ist. Aber wir nehmen es einfach mal mit. Man weiß ja. Ein fliegender Schädel. Eine Schatz. Toll, jetzt haben wir eine Fackel. Ach so, kacke. Ich will ja meine... Na
gut, nehmen wir einfach mal alles mit. Und was haben wir hier? Noch ein Buch des Waldkauzes. Na gut, das haben wir ja schon. So. Ich weiß aber jetzt nicht, ob ich die Fackel... wir können ja... Nee. Ich will lieber meine Fackel haben. Was will ich denn mit einer Fackel? 1 bis 20, weg damit. Eisenaxt. Kommt mit. Oh, hier unten sind noch mehr Kinder. Hier mal ein Kessel. Ist da noch was zu essen drin? Ja, Geralt läuft einfach mal durchs Feuer. Auch sehr schön. So, können wir die Kinder mitnehmen? Sie wollten uns unseren Eltern wegnehmen. Bitte tut mir nicht weh. Nee, das machen wir schon nicht. Keine Sorge. Wir finden hier auf jeden Fall den Weg nach draußen. Können wir die Pilze? Seewandpilze, sehr gut. Können wir also mitnehmen. Dann wollen wir das auch tun. Hier liegt der Ring, den wir da fallen lassen haben. So, alles transferieren. Wir nehmen alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. So, die Wand hier kann man einreißen. Da hast du sogar recht. So, zack. Dann wollen wir doch hier mal neue Regionen mit betreten. Korridor. Das ist interessant. Na, schaut doch mal, wer da hinten ist. Ich fasse es nicht. Hier, das ist doch Abigail. Warum ist sie hier? Wenn hier hinten drüben die Salamandra sind, die steckt doch auch mit denen unter einer Decke. Neue Region, Höhle. Was hat Abigail mit den Salamandra zu tun? Warum ist die hier in der gleichen Höhle wie die? Warum seid ihr hierher gekommen, Hexe? Warum seid ihr hier, Hexe? Ich brauche einen neuen Zauber. Warum? Eure Magie raucht gewaltig. Mächtige Zutaten ergeben mächtige Zauber. Mächtig genug für das ganze Dorf. Warum tut ihr das? Der wütende Mob ist hier. Verbrennt die Hexe, brüllen sie. Sie hat die Bestie herbeigerufen. Ich muss mich verteidigen. Menschen haben die Bestie mit ihren bösen Taten herbeigerufen. Das überrascht mich nicht. Der ehrliche Mikul hat Ilsa vergewaltigt. Sie nahm sich das Leben. Okay. Ihr habt von dem Gift profitiert. Odo tötete seinen Bruder für Geld. Der Geistliche verstieß seine Tochter, als sie schwanger wurde. Jetzt lebt sie als Hure in Vysima. Haren verkaufte der Stadtwache ein Eichhörnchen für eine Handvoll Gold. Ihr habt das alles gewusst und nichts getan. Sie geben mir Gold für Gifte und andere Tränke. Was sie damit machen, geht mich nichts an. Jetzt ist klar, weshalb die Bestie euch heimsucht. Ich muss die Schuldigen überführen. Bleibt hier, während ich mit denen draußen spreche. Lasst nicht zu, dass sie mir wehtun. Meine Sünden sind nicht so schlimm, wie sie sagen. Wirklich? Findet es selbst heraus, wenn ihr wollt. Wir sind allein und wir haben alle Zeit der Welt. Es gehört natürlich zu einem Witcher-Teil, das nicht nötig, aber das auf jeden Fall die Nummer 2, Abigail. Seit ich euch das erste Mal sah, fühle ich mich zu euch hingezogen. Abigail, seit ich euch das erste Mal sah, fühle ich mich zu euch hingezogen. Juhu. Oh mein Gott, das sieht nicht schön aus. Also, Juhu. Wir haben mit Abigail geschlafen. Ich muss mich draußen den aufgebrachten Dörflern stellen und ein Urteil fällen. Sind wir jetzt parteiisch? Da wir mit Abigail geschlafen haben, sind wir jetzt für Abigail? Ich meine, so wie sie das sagt, dass die Dörfler eigentlich, dass Samikul die Ilsa vergewaltigt hat und sie eigentlich gar nicht richtig geliebt hat. Ah. Ich weiß nicht, ob sie das vielleicht nur so sagt, um uns irgendwie auf eine falsche Fährte zu locken. Jetzt hast du noch mit uns geschlafen. Möglich, dass sie da jetzt auch einfach nur versucht, uns zu bezirzen und unsere Urteilskraft zu mindern. Ich würde aber sagen, wir stellen uns dem wütenden Mob draußen in der nächsten Folge von The Witcher. Danke, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt und hier mitfiebert. Ich weiß nicht, fiebert ihr mit? Danke auf jeden Fall, dass ihr dabei seid. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Let's Play The Witcher 1. Tschüss!